Hallo und herzlich willkommen bei The Young Explorers. Heute geht's um die chinesische Mauer. Beginnen wir jetzt erst einmal mit der Geschichte und fragen wir uns, wieso die chinesische Mauer dort entstanden ist, wo sie heute steht. Im Jahre 221 vor Christus, nachdem der Kaiser Qing Shuang die anderen 6 Staaten besiegt hatte und das Land vereinigt hatte, entschloss sich Qing Shuang, alle die getrennten hohen Mauern, die von seinen Rivalen gebaut wurden, zu verbinden. Besonders die Mauern in den nördlichen Teilen von China, von den Staaten Qing, Zhuo und Yan, wurden miteinander verbunden. Es ist ein großartiges Abwehrprojekt, damit man die damaligen Störaktionen von den Hunleuten verhindern konnte. Als das Projekt fertig war, beträgte die Mauer insgesamt 5000 Kilometer. Die chinesische Mauer dehnte sich von der Provinz Lianruo und Gansu im Westen aus, bis zu der Provinz Liandong, Peninsula, Liaoning im Osten. Und so entstand die Mauer. Und jetzt am Ende nochmal interessante Fakten über die chinesische Mauer. Die Länge beträgt ungefähr 21,196,18 Kilometer. Die chinesische Mauer ist mehr als 2300 Jahre alt. Die große Mauer der Ming überquerte 9 Provinzen, und zwar Liaoning, Hebei, Tianjin, Peking, die Hauptstadt von China, die Mongolei, Shaanxi, Shang und Shaanxi und Ningxia und Gansu. Übrigens, es tut mir leid, wenn ich etwas falsch ausgesprochen habe. Fast ein Drittel ist von der chinesischen Mauer verschwunden. Und wisst ihr, wer die chinesische Mauer tatsächlich gebaut hat? Zwar Soldaten und Bauern. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gern einen Daumen nach oben da und vergesst nicht zu abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.